MunichFPV. Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute möchte ich euch meine neue Errungenschaft vorstellen, den Nanohawk X von Emax. Ein kleiner 3 Zoll Toothpick, der auf 1S fliegt oder mit 1S Akkus fliegt. Und ja, in dem Video möchte ich euch einfach ganz kurz zeigen, wie der fliegt, was er alles für Specs hat, also was für Motoren, was für ein Flight Controller und so weiter und so fort. Und außerdem so die größten Vorteile, und zwar im Vergleich zu meinem 4S 3 Zoll Toothpick. Viel Spaß mit dem Video! Also, das ganze Ding kommt als Bind-and-Fly-Version und fliegt mit einem D8-Protokoll, also mit FR Sky. Das heißt, wenn ihr eine Tango habt, braucht ihr ein Multiprotokoll-Modul. Das habe ich auch so in meiner Tango 2 mit eingebaut. Ja, und ansonsten kommt er komplett vormontiert, so wie er hier in der Box ist. Man muss nur noch die Propeller ranschrauben und binden, und dann geht es eigentlich los. Ja, verbaut sind hier diese Tiny Hawk 12025 Motoren, was auch immer das heißen soll. Sieht man hier ganz gut. Ja, genau, mit 11.000 kV. Die marschieren ordentlich auf 1S, und ein All-in-One-Board ist verbaut. Ein VTX analog natürlich mit 25 bis 200 mW Ausgangsleistung und eine Runcam Nano 3. Und so eine kleine Schnurpselantenne hinten mit raus. Genau, das ist eigentlich schon alles, was man zu dem Teil sagen muss. Ja, ein Canopy ist noch mit dabei. Der Frame ist ein schöner X-Frame, Straight X. Und ja, Besondere ist vielleicht auch noch zu sagen, es hat einen XT30-Stecker. Und es sind auch Akkus mit XT30 dabei, beziehungsweise ein Akku mit XT30 dabei, 450 mAh. Mit, ich glaube, Emax schreibt drauf 75C. Ja, und damit kann man eigentlich schon ganz gut starten. Ja, wer mich kennt, der weiß, dass ein Akku bei mir nicht ausreicht, weil ich will gleich wieder 17 oder 25 Akkus am Stück fliegen. Deswegen habe ich mir hier bei meinem Lieblings-Akkuhändler des Vertrauens noch ein paar mehr Akkus bestellt. Und zwar von MyLipo. Das ist jetzt keine Werbung, das ist alles selber bezahlt. Diesen Powerriegel hier, das ist der MyLipo, wie auch immer, 450 mAh, 50C, ja, 1S. Das Gute ist, der kommt gleich mit einem XT30-Stecker. Das war auch der einzige Akku, oder das war auch der Grund, warum ich mir diesen Akku geholt habe, weil ich keinen Bock hatte, irgendwie rumzulöten. Es gibt auf dem internationalen Markt natürlich noch viel mehr 1S-Akkus in dem Bereich, aber die haben dann entweder diesen BT20-Stecker von BetaFPV, der direkt am Akku angelötet ist, oder sie haben irgendwelche anderen kleinen Akkustecker, und die leisten oder die bringen nicht so viel Strom durch wie die XT30-Stecker. Um das Ganze dann natürlich auch wieder mit Strom voll zu bekommen, habe ich mir hier noch so ein altes Ladegerät für meinen Tiny Whoop so ein bisschen modifiziert. Zwei von diesen Adaptern von MCPX auf XT30 sind beim Tiny Hawk mit dabei. Und den Rest habe ich mir einfach so schnell zusammengelötet. Das ist nicht, ist kein Rocket Science. Bei den MyLipo-Akkus müsst ihr aufpassen, die vertragen kein HV. Die machen bei 4,2 Volt Schluss. Und der Emax-Akku, das ist ein HV-Akku. Den kann man auch über das mitgelieferte Ladeboard, da ist so ein Ladeboard mit dabei, den man an USB anstecken kann, den kann man dort mit laden. Der lädt aber eben auf 4,35 Volt hoch. Das wollte ich bis jetzt den MyLipo-Akkus noch nicht antun. Ich werde es vielleicht hier draußen mal probieren. Aber bei mir in der Wohnung war es mir ein bisschen zu heikel, die Akkus gleich auf 4,35 Volt hochzuballern. Ich würde sagen, ich stöpsel jetzt mal meinen ganzen Kram hier an und baller dann einfach mal so ein paar Akkus hier durch diese Bäumchen durch. Und dann könnt ihr euch selber mal ein Bild machen, wie das Ganze aussieht. Ja gut, meine Flugskills vielleicht mal ein bisschen außen vor gelassen. Aber ihr seht schon, das kleine Teil hat für 1S super viel Power. Und mit den Powerriegeln von MyLipo oder auch von Emax mit den 450 mAh Akkus bringt der richtig Leistung, und es macht richtig Spaß, mit dem Teil hoch, runter, links, rechts durch die Bäume zu flitzen. Also schaut euch das rein, und im Anschluss würde ich dann einfach nochmal meinen 4S Toothpick und den Cinewhoop mit anstecken, weil der 1S Nanohawk hat einen entscheidenden Vorteil: er ist extrem leise, und den Test machen wir dann im Anschluss. Welcome to Tango 2. Drowsy days with a buzzing of the bees.
Ein kurzes Wort noch zur Stabilität von dem ganzen Teil. Ihr habt es ja gerade gesehen, ich habe jetzt leicht den Baum gestriffen und bin dann runtergeplumpst ins Gras. Das macht dem überhaupt nichts aus. Ich glaube, das ist 2 mm dickes Carbon und das Teil wiegt, glaube ich, 40 Gramm ungefähr, plus halt Akku. Das heißt, also das Carbon von dem Frame sollte auf jeden Fall die Stürze und das Eigengewicht von dem Teil absolut abkönnen. Und ich glaube jetzt mittlerweile schon fast 50 Akkus mit dem Ding geflogen und bin schon einige Male irgendwo hängen geblieben, runtergefallen, auch schon ziemlich weit oben aus dem Baum runtergefallen. Und bis jetzt hat immer alles noch überlebt und ich habe jetzt gerade eben, weil ich gesehen habe, ich habe leichtes Jello im Bild, mal einen Propeller gewechselt. Ich hoffe, das war der richtige, weil ich konnte gar nicht so richtig identifizieren, welcher Propeller da nicht so ganz passt. Und ich hoffe, ich kriege das Jello jetzt raus, weil das jetzt nicht so schön in der Aufnahme war, aber ansonsten robust, absolutes Teil. Also das macht einiges mit. Vielleicht auch für Anfänger, die so ein bisschen Richtung was Größerem gehen wollen, wahrscheinlich auch empfehlenswert. Also wie sehen konntet, das Ding macht schon echt einiges her. Man kann damit auch ordentlich freestylern, man kommt ein paar Mal die Bäume hoch und runter. Also für einen 1S-Flieger ist das absolut cool, macht schon echt Spaß. Jetzt kommen wir aber zum absoluten Knackpunkt, warum ich mit dem Teil momentan nur noch unterwegs bin und meinen 4S Digital Toothpick gar nicht mehr so gerne fliege. Und zwar ist das die Lautstärke. Und da kann der absolut punkten, den hört man fast gar nicht. Normalerweise, wenn ich mit dem 4S unterwegs bin, dann weiß ich ungefähr, wo der Flieger ist, gerade jetzt hier. Ich meine, ihr habt es ja gesehen, hinter mir lauter Bäume. Und wenn man da mal irgendwie in den einen ordentlich runterdivet und sich dann nochmal dreht, weiß man gar nicht mehr, in welche Richtung man wegfliegt. Bei dem hier ist es schon so ein bisschen das Problem, wenn man die Orientierung verliert, weil man hört ihn halt einfach nicht mehr. Wenn ich 20, 30 Meter weg bin, dann muss ich mich schon echt darauf konzentrieren, ihn zu hören. Bei dem 4 Zoll ist das eigentlich gar kein Problem, den höre ich auch noch ganz am Ende von diesem Grundstück. Und ja, da würde ich jetzt gerne nochmal ganz kurz einen Test machen, um einfach mal euch zu zeigen, weil das ist ja immer so ein bisschen subjektiv, wenn man sagt, hey, der ist nicht so laut, wie laut der hier im Vergleich zu den anderen ist, und dafür habe ich ein bisschen was vorbereitet.
So, nachdem das jetzt nicht so gut funktioniert mit dem Handy-Display abfilmen, nehme ich jetzt einfach den Bildschirm mit auf und würde jetzt einfach zwei, drei Runden hier um mich herum fliegen. Und dann seht ihr schon, oder hört ihr, seht und hört, wie leise der ist. Also, Motor scharf gestellt und los geht's. Das war jetzt einfach mal nur so ein kleiner Hochgewurzel. Kommen wir nochmal zurück. So, ihr seht ja, wie weit die Bäume von mir weg sind. Voller Punch. Powerloop um das Ding sie rum. Ah, nicht ganz. Also hinter dem Gebüsch höre ich fast gar nichts mehr. Hier bei dem Baum. Das ist jetzt Vollgas. Das ist jetzt clever gewesen. Eieieiei. So, nächster Schritt haben wir den 4 Zoll Toothpick. Da hinten kommen auch schon zwei alte Frauen. Das heißt, die Meckerei kommt wahrscheinlich auch gleich mit. Ich muss dazu sagen, hier habe ich jetzt nicht mehr so die Top-Propellers drauf. Aber ich denke, für so einen in etwa Vergleich, der hier stehen wollen würde, wäre es geil. So, das sollte passen. Und dann würde ich sagen, ärgern wir doch mal die Muttis da vorne. Okay, einerseits braucht man bei dem gar nicht so viel Gas. So, jetzt rächt sich's also, wenn man den ganzen Rucksack voller Akkus hat, aber kein einziges USB-Kabel dabei hat, weil jetzt hat die Kamera aufgegeben, der Kamera-Akku aufgegeben. Und ja, das Fazit mache ich jetzt hier nochmal ganz kurz. Fazit zum Emax Nanohawk X, 3 Zoll Toothpick mit 1S. Cooles Teil, ihr habt es gesehen, die Vorteile liegen auf jeden Fall in der Lautstärke. Ich bin dann mit dem 3 Zoll 4S noch geflogen. Der war ja um einiges lauter und den Cinewhoop, ich glaube, der läuft außer Konkurrenz. Die sind ja eh immer lauter. Und ja, ich würde sagen, für wen ist das Ding? Für Anfänger ja, weil leise und easy zu fliegen und sehr, sehr robust. Für Leute, die irgendwo in der Stadt wohnen, irgendwo im Park wohnen hier, wo die Häuser schon wieder außen rum stehen, ja. Und ja, ansonsten schaut euch das Teil an, schaut euch die Videos an und viel Spaß beim Fliegen von dem kleinen Teil oder von den großen oder von was auch immer.
Und wie immer gilt natürlich auch hier, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi!